Holzbauten gibt es ja schon lange, das ist nichts Besonderes. Aber ein Hochhaus in Deutschland ist was Besonderes. Roots ist ein Projekt, das konstruiert wurde in einer Höhe, wie es in Deutschland in Holz bisher nicht möglich war. Holz löst bei mir ein Wärmegefühl aus. Ein Gefühl von Heimat ein bisschen. Die Flexibilität mit Holz ist schon hervorragend. Das ist der Rohstoff, auf den wir uns verlassen können, weil der wächst nach. Holz kann alles. Holz kann vertikal so viel tragen wie Beton. Man ist sofort mit der Natur verbunden. Wir achten grundsätzlich sehr auf Transparenz. Wir arbeiten mit Scannertechnologie. Jedes Brett wird maschinell technologisch angeschaut. Da sehen wir in das Holz hinein. Das unterscheidet uns auch wesentlich von den meisten anderen. Die Vorfertigung ist eigentlich das A und O in diesen Feldern, wo wir unterwegs sind. Von der Tragstruktur selbst bis zum fertigen Element können wir hier konzentriert an einem Standort alles produzieren und abwickeln. Diese Außenwandelemente kommen alle fertig, oberflächenfertig, mit Fenstern drin, Elektro drin, da ist alles drin. Wir müssen zu einem früheren Zeitpunkt viel mehr Bauweise, Verbindungsweisen klären. Wir können nicht ad hoc ein Angebot machen, sondern wir müssen schon die Projekte technisch sehr tief durchdringen. Man traut sich, solche Dinge anzugehen. Da ist das Roots auch ein gutes Beispiel dafür. Das ist das größte Holzgebäude, was aktuell in Deutschland gebaut wird. Mit 70 Metern Höhe. Wir haben hier eine Geschossfläche von ca. 800 Quadratmetern. Dieses Wohnhochhaus ist fast komplett aus Holz erbaut. Wir brauchen nicht weit zu fahren, um unseren Rohstoff zu bekommen. Wir beziehen den größten Anteil unseres Rundholzes in einem Umkreis von 80 bis 100 Kilometer. Also es wird hier wirklich vom kleinsten Klebeband über jeden Baustoff geprüft, was hier verbaut wird, um wirklich sicherzustellen, dass es nachhaltig ist, schadstofffrei ist. Die zukünftigen Generationen werden darüber nachdenken müssen, wie gehen sie mit Materialien um. Die Besonderheiten aus der Montage, da kann man wirklich von Rubner lernen für die nächsten Baustellen. Hier sind die Anschlüsse brandschutztechnisch zu sehen zwischen Beton und Holz. Da sind die Schwierigkeiten. Große Themen auf der Baustelle sind immer der Witterungsschutz. Es ist eine Beständigkeit gegen Witterung schon vorhanden vom Wandelement in sich. Der größte Teil des Personals ist aus der Region. Unser Team zeichnet aus, dass wir alle die Holzleidenschaft in uns haben. Das merke ich in jeder Abteilung. Sie sind alle stolz drauf, was sie machen. Jeder hat seine Spezialbereiche, auf die er den Blick wirft. Wir werden immer versuchen, dass wir immer das Beste geben. Die Herausforderung ist das, was wir lieben. Deswegen bin ich auch hierher gekommen, um an diesem Projekt mitzuarbeiten, weil das gibt es einfach kein zweites Mal in Deutschland. Roots ist letztendlich Deutschlands hübsches Holzhochhaus. Die technischen Möglichkeiten beim Bauen mit Holz sind noch nicht ausgeschöpft. Und das macht spannend. Es wird nicht aufhören, sich zu entwickeln. Es ist noch nicht zu Ende erzählt. Es wird weitergehen.